Im Partherland herrscht ein reger Austausch. Die Städte und Gemeinden arbeiten in den verschiedensten Bereichen bereits zusammen. Zukünftig sollen auch die Bibliotheken miteinander vernetzt werden, wozu Anfang Juli eine Bürgerwerkstatt in Naunhof durchgeführt wurde. Die Bibliotheken stellten sich hier vor und vor allem die Gesichter dahinter konnten kennengelernt werden. Der Sinn dieser Zusammenarbeit der Bibliotheken ist für Bürgermeisterin Anna-Luise Konrad ganz klar. Also der Sinn an vernetzten Bibliotheken ist, dass man gemeinsam stärker ist, als wenn jeder sein eigenes Ding macht und wir sozusagen ein gemeinsames Portfolio haben und den Dienstleistungsgedanke hinter den Bibliotheken noch weiter ausbauen können für die Bürgerinnen und Bürger. Sie lud daraufhin alle anwesenden Bürgerinnen und Bürger ein, aktiv an der Prozessgestaltung mitzuwirken. Projektverantwortlich ist die Gemeinde Großpösner, hier um Amtsleiter Daniel Strobel. Er stellte das Projekt, wofür in dieser Werkstatt konkrete Ideen gefunden werden sollten, vor. Dabei war es ihm wichtig zu sagen, dass jede Bibliothek ihre Eigenständigkeit behält. Ein loser Verbund soll geschaffen werden, in dem eine engere Zusammenarbeit möglich ist und sich intensiv miteinander ausgetauscht wird. Gemeinsam sei man stärker und habe mehr Ressourcen. Schon ein Jahr sei man in diesem Prozess unterwegs. 123.000 Euro Fördergelder stehen dafür zur Verfügung. Wohin es geht, soll unter anderem auch diese Bürgerwerkstatt zeigen. Einen Punkt bei den Bibliotheken schätzt er besonders. Dass wir so unterschiedliche Bibliotheken haben. Ne? Das heißt, also wir haben total professionelle Bibliotheken, kennen Sie hier in Naunhof, die auch sehr groß ist. Wir haben ehrenamtlich betriebene Bibliotheken, wie das in Machen zum Beispiel der Fall ist, wo sich sozusagen Menschen ehrenamtlich kümmern und die Bibliothek betreiben. Unsere Bibliothek zum Beispiel ist im Einkaufszentrum im Pösner Park. Ne, da ziehen wir gerade in größere Räumlichkeiten um, sodass wir da auch einen ganz attraktiven Standort haben. In Brandes passiert gerade ein Umbau. Ne, also da wird es auch eine ganz attraktive Bibliothek geben. Wir haben aber zum Beispiel auch in Bergersheim im Rathaus nur ein Bücherregal stehen, wo man sich mitnehmen kann. Und das da, sagen wir, die jeweiligen Stärken zu bündeln, das ist sozusagen die Chance, die in dem Projekt liegt. Unter diesem Blickwinkel wurde im Vorfeld der Veranstaltung eine Bürgerbefragung durchgeführt, deren Ergebnisse hier vorgestellt wurden. Aus Sicht der Verantwortlichen war diese ein voller Erfolg. Knapp 500 Erwachsene und über 200 Kinder und Jugendliche beteiligten sich daran. Nun sollten unter verschiedenen Aspekten konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, um den Prozess weiter zu gestalten. Es ging darum, wie gemeinsame Strukturen gefunden werden können, wie gemeinsame Veranstaltungen aussehen oder welche speziellen Angebote es für Kinder und Jugendliche geben soll. Auch der Online-Bereich und dessen weitere Ausgestaltung war ein Thema. Außerdem konnte ins Blaue hinein gesponnen werden, um auch neue Ideen einzubinden. In Kleingruppen fand dazu ein reger Austausch an den jeweiligen Tischen statt. Die Bürgerinnen und Bürger hatten auf diese Weise die Möglichkeit, die Vernetzung der Kommunen untereinander aktiv mitzugestalten und zu erleben, was wiederum Identifikation mit dem Partherland schafft. Die zahlreichen Ergebnisse werden nun ausgewertet und der Prozess der vernetzten Bibliotheken weiter vorangeführt.